Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Der Patch 1.22 ist nun seit ein paar Tagen live und unter anderem bekommen wir ja, wie angekündigt, den britischen Radpanzer Tech Tree, der auf Tier 5 mit dem AEC Armored Car losgeht. Und im Grunde passt dieser Name perfekt, denn es ist ein Car und kein Tank, mal abgesehen davon, dass das Ding halt Räder hat. Aber es fährt sich auch gefühlt irgendwie wie ein Auto. Obwohl ja, und das darauf muss man sich einstellen, das ist ja auch angekündigt gewesen, diese Radpanzer anders funktionieren als die französischen. Das heißt, eigentlich muss man sich die Räder wegdenken und an die Stelle einfach ein paar Ketten denken. Denn das Teil kann auf der Stelle drehen und das Teil funktioniert, was die Beweglichkeit oder was die Bewegung angeht, genauso wie ein Panzer mit Ketten. Nichtsdestotrotz hat er aufgrund der Räder, wie soll ich denn sagen, ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Wir kennen das Thema bei den Franzosen, wenn ein Rad kaputt geschossen ist, kann das Teil trotzdem noch weiterfahren. Allerdings deutlich langsamer, also der Malus bei einem kaputten Rad ist deutlich höher als bei den französischen Lights. Das ist ein Vorteil. Der Nachteil ist, das Ding ist, was die Drehfreudigkeit angeht, eine mittelschwere Katastrophe. Da muss man sich nichts vormachen. Auf der Stelle drehen oder gewisse Kurvenfahrten sind extrem schwierig. Aber das Video soll eigentlich gar nicht darum gehen, das Fahrzeug schlecht zu machen, sondern im Gegenteil, ich bin sehr, sehr positiv über dieses Fahrzeug überrascht. Und das sehen wir hier schon mal. Die Kanone ist echt geil, muss man sagen. Also, in Relation zu einem Fünfer. Wir bekommen hier eine 0,39 Stockgenauigkeit. Das liest sich erstmal nicht so überragend. Wir bekommen 2 Sekunden Einzielzeit. Wir bekommen aber auch Softstats im Fünfer-Medium-Vergleich, die verdammt gut sind. Also, die liegen eher so in dem Bereich von einem, naja, 7er würde ich fast sagen. Oder vielleicht sogar von einem 8er Medium. Also die Softstats auf diesem Fahrzeug, auf der Kanone, sind echt geil. Und das führt dazu, dass trotz dieser 0,39 Grundgenauigkeit dieses Fahrzeug extrem treffsicher ist. Und ich bin jetzt hier nicht irgendwie mit Bond-Equipment, mit Verbrauchsgütern oder sonst irgendwelchen Sachen unterwegs, sondern ich habe hier ganz klassisch eingebaut einen Ansetzer, eine Lüftung und eine Optik. Und trotzdem ist die Kanone, ich sage extra mal im Vergleich zu Fünfern, echt ziemlich geil. Dazu kommt noch, dass er mit 121 Standard-Pen und 180 Premium-Pen, einerseits, wenn er nicht Low-Tier ist, vieles oder fast alles mit Standard-Munition machen kann und dementsprechend auch zum Credits verdienen, auch wenn es kein Premium ist, einigermaßen gut geeignet ist und man auf der anderen Seite durchaus in der Lage ist, mit der Premium-Munition auch gegen 7er in der Lage ist, Schaden auszuteilen. Das Ganze kommt natürlich mit einem gewissen Nachteil und der liegt bei der Kanone beim Alpha-Schaden. Ja, also wir haben hier 90 Alpha auf AP und auf APCR. 125 auf HE, wobei mit 30 mm Durchschlag auf der HE ist die jetzt nicht wirklich für irgendwas geeignet. Ja, wir müssen also oft schießen. Wir haben einen 2,8-sekündigen Reload. Da ist natürlich die Frage, ob man unbedingt den Ansetzer mitnehmen muss, wenn man schon so schnell nachlädt im Stockzustand. Aber das könnt ihr ja entscheiden, wie ihr das Fahrzeug fahrt. Insgesamt liegt er aber auch DPM-technisch Stock bei 1928. Und da kommt zum Beispiel nur der T-34 mit der kleinen Pui-Pui-Kanone drüber. Ansonsten, was ich hier so im Vergleich mal auch mit reingepackt habe bei den Mediums, liegen die alle in der Regel deutlich drunter. Also wir reden hier so von 1600, 1650 DPM. Aber es gibt auch durchaus ein paar Kandidaten, die vielleicht noch ein Stück weit weniger haben. Das ist natürlich dann nett. Man muss halt gucken, dass man die Kanone zum Arbeiten bekommt. Es ist aufgrund der Panzerung kein Frontschwein.
Er hat ein gutes Leistungsgewicht von 20,7. Auch das ist recht gut. Da kommt jetzt zum Beispiel bloß der Škoda T24 aus meiner Liste drüber. Und er kann entsprechend gut die 60 Topspeed, die wir vorwärts und rückwärts hat, auch halten. Auf harten und auf mittleren Böden. Und er hat rückwärts auch diese 30. Das heißt, wenn er nicht gezwungen ist, Kurven zu fahren, also das müsst ihr im Grunde mit dem Teil so ein bisschen vermeiden, sondern wenn ihr nur geradeaus und rückwärts fahrt, dann könnt ihr hier, wie an dieser Stelle jetzt, sehr, sehr gut vorfahren, pieken, schießen und euch relativ schnell und gut wieder in Deckung zurückziehen, ohne dass ihr vielleicht Gefahr lauft, dort einen Schuss zu fangen. Das ist im Grunde auch so ein bisschen die Spielweise, die ich da für mich so gefunden habe. Rausfahren, aufgrund der Schussfrequenz vielleicht 2 Schuss geben und dann einfach wieder zurückfahren oder wie hier einfach draußen stehen bleiben und den Fokus auf die anderen Teammates lenken. Und wenn man das so ein bisschen raus hat, dann kann dieses kleine Fünfergefährt durchaus Spaß machen. Wir werden am Montag im kommenden WOT-Livestream dann uns den Fünfer auch im Livestream nochmal anschauen und dann entsprechend auch weitergehen Richtung 6er und mal gucken, ob der auch so die Versprechen hält, was der 5er jetzt zum Einstieg in diesen Checktree liefert. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf und lade euch natürlich auch gerne ein, da entsprechend den Stream einzuschalten. Den Link zu meinem Twitch-Kanal findet ihr unten im ersten angepinnten Kommentar. Am Ende baiten wir uns hier ein bisschen mit dem Excelsior. Ich gehe am Ende nur raus, weil der KV1 da den Schuss fängt und der Fokus vom Excelsior rausgeht, aber was soll's, am Ende gönnt uns das hier mit über 2000 Schadenspunkten. Nachteil des Fahrzeugs ist natürlich, wie angesprochen, die Panzerung. Ihr könnt euch im Grunde kein Trading erlauben, weil ihr Gefahr lauft, trotz eurer guten Pennen beim Gegner keinen Schaden zu machen und aufgrund eures niedrigen Alphas einfach nicht wirklich tradefähig seid. Ihr habt 16 an der Wanne, 18 mm am Turm maximal, also nominell. Da passiert nicht wirklich viel. Ne? Jeder, der euch findet und ungefähr weiß, was er machen muss, schießt HE auf euch. Und dementsprechend ist er natürlich ein ziemliches Opfer. Sichtweitentechnisch noch ein paar Worte, 350 Meter. Auch das ist im 5er Medium-Bereich nichts Besonderes. Also nichts negativ Besonderes, aber auch nichts positiv Besonderes. Und der Tarnwert ist minimal schlechter als so die Mediums, die ich in der Vergleichsliste habe, aber nicht deutlich schlechter. Das Fahrzeug lebt halt von seiner Geschwindigkeit, um schnell Positionswechsel vorzunehmen. Wendig ist er, wie gesagt, nicht. So, am Ende gab es hier eine erste Klasse, sehr überraschend, ein Großkaliber auch noch, denn wir sehen, wir haben hier gerade mal 851 Basiserfahrungspunkte gesammelt, damit gibt es schon eine erste Klasse. Ich würde das jetzt dadurch, dass der Patch erst ein paar Tage live ist, darauf schieben, dass entweder nicht viele das Fahrzeug fahren oder viele das Fahrzeug einfach nicht gut fahren. Ich würde jetzt aber daraus nicht ableiten wollen, dass dieses kleine Auto hier in irgendeiner Form richtig scheiße ist. Mir hat er auf jeden Fall bisher Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt auf den 6er. Und jetzt bin ich natürlich auch gespannt auf eure Meinung, wenn ihr vielleicht schon hier mit den britischen Radpanzern angefangen habt. Schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Fahrzeug haltet. Vielleicht sind da euer auch ein paar gegenteilige Meinungen dabei. Ich meine, nicht jeder mag jeden Panzer, von daher gehe ich fast davon aus. Und wir sehen uns dann vielleicht am Montag im Livestream ab ungefähr 18 Uhr. Werden wir uns dann vielleicht auch mit dem 6er schon beschäftigen. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, freue ich mich auch, wenn ihr meinen YouTube-Kanal hier abonniert. Dann bekommt ihr auch immer eine Info, wenn neue Videos live gehen. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt, Game One Fan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine, Baron, Heimdall, Klumpen, Rohrblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.